Einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren nächtlichen Folge von World of Goo. Ja, es gibt noch einen dritten Part. Wir machen noch zumindest das zweite Kapitel Little Miss World of Goo komplett. Und ich kann euch ja schon mal hier ganz klammheimlich erzählen, das hier ist erstmal die neue Welt. Fall stand da auch noch. Herbst, es sieht etwas herbstlicher aus. Ich bin hier frisch aus dem Zug gestolpert. Ich habe so eine kleine zweitägige Reise hinter mir, bin durch die Weinberge gestiefelt und bin ich wirklich erholt. Das war nicht einer der Trips, von denen man erholt zurückkommt, sondern eher das Gegenteil. Und jetzt nehme ich das hier noch tagesaktuell für euch am Freitag auf, damit ihr irgendwie noch schnell was rüberschlängelt bekommt. Da lasse ich mich dann gerade noch zu herab. Ja, der Großmeister setzt sich hier hervor und widmet sich weiteren Leveln mit schleimigen kleinen Dingern. Und es gibt direkt eine neue Sorte, wenn ich das hier richtig erkenne, nämlich diese durchsichtigen Goose. Jetzt muss ich erstmal hier kurz so ein bisschen reinkommen. I'm back and just in time. There's a drop of water dangling down from that cliff. And I think it might be alive. Yuck, I'm not touching it. The long lost sign painter. So lange war er gar nicht verloren, aber er hat sich ja so ein bisschen verabschiedet am Ende des ersten Kapitels, das ihr hoffentlich gesehen habt in, naja, dem vorherigen Video zu World of Goo und dem vorherigen Video zu World of Goo. Das muss man ja immer wieder erwähnen. Das hier ist tatsächlich was, womit ihr ein bisschen mehr Zeit verbringen möchtet, wenn ihr das denn wollt und kein in sich geschlossenes Video. Also hier wieder eine neue, wunderschöne Goo-Sorte. Dieses Mal so ein bisschen wasserartig. Die fallen so runter. Die kann man hier so ganz leicht, so einen geilen, kleinen, langgezogenen Speichelfaden, der da runterläuft. Sieht jetzt nicht so lecker aus, außer man stellt sich vor, es ist vielleicht so ein bisschen Zuckerglasur, die da runterhängt und nicht jemand, der einen ganz, ganz langen. Macht sich einfach ganz fix. Das hat noch nie jemandem geschadet, hat auch funktioniert, das ganz schnell zu machen. Da wird das muss ich öfters machen. Ich muss öfters mal es wagen, schnell an die Sache ranzugehen und die Goose schneller zu bewegen, damit die auch wirklich schnell hier in der Röhre drin landen. Und ich kann hier kommen, ich nehme auch welche mit. Ich lasse mich nicht lumpen, ich nehme hier einfach mal noch die, nehme ich auch noch mit. Guck mal, ich kann so viele hier noch mitnehmen, man kann so viel rausholen, wenn man diese Dinger hier wieder auseinanderbaut. Jetzt bin ich bei 21 von 10 mal wieder eine grandiose Leistung. Mensch, was bin ich froh, dass ich hier die Aufnahme nochmal gestartet habe. Hätte ich diese Leistung heute nicht in meinen Tagesplan mit reinschreiben können, dann hätte ich heute Abend nicht einschlafen können. Da bin ich mir sicher. Das hätte ich wirklich nicht können. Ich weiß noch gar nicht, wann ich irgendwie die Videos fürs Wochenende aufnehme. Ob ich das irgendwie heute Nacht noch irgendwie durchziehe oder im Verlaufe des morgigen Tages. Ich möchte definitiv, wir plappern ja auch immer hier so ein bisschen in dem Let's Play. Das ist ja unser Plauder-Let's Play. Da kann ich auch über aktuelle Sachen reden, die auf dem Kanal stattfinden. Außer ihr schaut das Let's Play jetzt nicht tagesaktuell. Nächstes Level ist übrigens Fly Away Little Ones Multiterror Hover Mobile. Falls ihr es nicht tagesaktuell schaut, dann seht es als Zeitreise an. Aber nächste Woche möchte ich richtig schön Gas geben, obwohl ich da einen größeren Termin höchstwahrscheinlich habe. Da will ich richtig Gas geben und gucken, öfters mal auf die zwei Videos zu kommen. Ich habe es jetzt schon einmal wieder geschafft in den letzten paar Tagen, mit World of Goo eben auch. Und ich habe da wirklich nach wie vor sehr viel Spaß. Ist das hier eigentlich? Das ist eher so die Frage, die man sich stellen sollte. Diese halbgaren Milchzähne, die da irgendwie rausgucken, das sieht aus wie so ein Schlund, in den man nicht reinfallen möchte. Eklig. Ja, fast wieder so ein bisschen. Sind das Milchzähne? Ist das Körperbehaarung? Ich könnte meine ganzen Titel für World of Goo nur auf irgendwelchen körperlichen Sachen beschreiben. For miles around, there were reports of a giant spinning wheel in the sky. Everyone is crazy, but me, the sign painter. Lasst uns mal, hier ist nochmal ein Schild. Somewhere on this island is a power source, and it generates electricity for the entire world. Lately, its output has been less than satisfactory. Punkt, Punkt, Punkt. It looks like it's going to rain tomorrow. The sign painter. Mal wieder mit tollem Kontext. Wo ist denn hier das Rohr? Da natürlich, in dem Mund. Ich habe manchmal so kurze Hänger, was die Level angeht. Ich denke, ich werde hier einfach rüberfliegen müssen. Rüberfliegen. Oh, Moment. I understand it. Ich bin hier völlig in die. Kann ich nochmal neu starten? Ja. Denn ich bin völlig in die falsche Richtung. Wenn ich will, dass sich das da hindreht, dann muss ich die Luftballons nehmen und sich das so drehen lassen. Dann funktioniert das nämlich. Und nochmal. Crazy. Boah, das ist ja, an das Level kann ich mich gar nicht erinnern. Very complex. Wenn ich das mal so anmerken darf. Ich nehme hier nochmal. Oh, das ist echt ein weiter Weg bis da hinten. Hier nochmal wegnehmen und dich auch nochmal wegnehmen. Es fällt. Und ganz knapp hier hoch. Ganz knapp hier hoch. Sehr, sehr schön. Oh, jetzt sind wir so halbwegs im Rhythmus. Ich mache das zwar völlig umständlich und hätte das bestimmt mit dem richtigen Anfangsboost deutlich schneller erledigen können.
Aber du weißt was, mir hat damals meine Tante Birdie beigebracht, wie ich mit Ballons umgehe. Ne? Das war so auf dem Rummelplatz, da hat die auch gesagt, hier, da war ich nochmals ein kleiner Bub damals, war ich 1,5 Jahre alt. Und hat gesagt, wir treffen uns hinter einem Riesenrad, hat mich an so einen riesigen Strauß an Heliumballons drangehangen. Und dann muss ich einfach gucken, wie ich rüberkomme. Und genauso habe ich das da auch gelernt. Da habe ich gelernt, dass man eben nicht zu viel Gas geben soll, sondern dass es auch mal völlig in Ordnung ist, ein bisschen langsamer zu machen, dafür dann aber sicher zu landen. Und genau das werde ich jetzt eben hier auch demonstrieren, wie man sicher landet. Zack. Und jetzt muss ich natürlich aber hier trotzdem die wieder dahin navigieren, damit die entsprechenden... Ich muss jetzt hier oben drüber fliegen und dann mit den flüssigen Goos mich nach unten navigieren. Ich hoffe, wir bekommen das hin. Sammelt alle gemeinsam euren Speichel im Mund, damit wir wissen, dass wir hier... Das ist eine komische Sache. Bitte ignoriert den Kommentar hier nochmal. Das machen wir besser nicht. Das ist also so ein Kanal, sind wir hier nicht, dass mal irgendwie hier der Speichel in den Mund genommen wird. Hier wird classy rangegangen. Ich würde jetzt gerne irgendwie ein kleines Glas Prosecco oder Proseccio, wie wir ihn nennen, hier irgendwie nehmen. Jetzt habe ich auch 4. Jetzt ist schon wieder der falsche, Move. Mach mal rückgängig. Mach mal rückgängig. Das muss ich ja drehen. Ich mache das hier immer am Anfang... Ich gebe am Anfang die falsche Richtung vor. So ist das. Guck mal hier. Ja, hallo. Na, das sollte jetzt so bleiben. Wir sind mittig. Jetzt muss ich es halt leider nach oben kommen lassen. Ich kann es natürlich nachher runterfallen lassen. Aber das ist jetzt schon so die Station, die wir einnehmen sollten. Wobei ich es mittig platziert habe und wir eigentlich so ein bisschen verschoben sein müssen, um hier... Ne, guck mal. Oben bleiben bitte alles. Das habe ich nochmal ganz knapp gerettet. Richtig, richtig knapp. Denn die geben so ein bisschen Gewicht mit drauf. Dieser Faden an Flüssigkeit, die ihr gerne so sehen wollt, wie ihr möchtet. Es ist die Flüssigkeit, die ihr haben wollt. Es ist Feenstaub gemixt mit Einhornpuder. Es ist einfach eine ganz, ganz tolle Flüssigkeit. Die Flüssigkeit unserer Träume. Die beste Flüssigkeit auf der Welt. Eindeutig. So eine tolle Flüssigkeit. Aber man merkt hier schon in dieser Episode echt ganz stark, vielleicht liegt es auch daran, dass ich hier so direkt in die Aufnahme mich reingeschmissen habe, aber ich brauche deutlich länger. Bei 5 Minuten sind wir jetzt für dieses Level hier. Das ging dann doch beim ersten Kapitel ratzefatze. Also wenn ich hier wirklich sage, ich mache das komplette zweite Kapitel, dann könnte das bei dem Tempo... Ja, also jetzt in dem Video schaffen wir das schon mal auf keinen Fall. Da ist ja, guck mal hier, das ist ja hier die Little Miss World of Goo, die da mit geschlossenen Augen im Wind steht und sich so ein bisschen das Haar durchstreifen lässt. Hier irgendwie, ich wollte jetzt gerade sagen, dass ihr Hintern aus der diese Windmühle rauskommt, aber das ist natürlich irgendwie nur so ein Berg. Hier kommt sie eigentlich raus, eine schöne Statuette. Ganz, ganz toll. Drittes Level. Ich labe immer zwischen den Leveln ein bisschen zu viel. Blustery Day. Aber es muss ja auch jemand für einen schönen Übergang sorgen. Und das hier... Das ist jetzt natürlich heftig. Visuell auch mal wieder sehr, sehr geil. Das will ich immer so ein bisschen betonen, weil ich finde, für die Einfachheit des Grafikstils, den das Spiel eigentlich hat, wird das hier eben immer wieder sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Was steht denn auf dem Schild? The windmills were supposed to be a source of cheap, clean energy to power the entire world. But they weren't enough. And a different source of energy had to be found. The Sign Painter. Also es erzählt hier wirklich so ein bisschen diese Geschichte jetzt in diesem Fall über die Energie, die die ganze Welt beliefern soll. Mit diesen Windmühlen, die nicht genug waren. Das wird da noch so ein bisschen miterzählt. Ich meine, ich sehe hier aktuell auch nur 3 Windmühlen, sind wir mal ehrlich. Das sind jetzt einfach nicht genügend. Das sieht ja jeder. Und hier muss ich jetzt auch dann irgendwie... Schwierig. Ich habe mega viel zur Auswahl. Ich muss insgesamt 9 einsammeln. Und das Problem wird natürlich sein, dass sobald ich hier ein bisschen zu viel rangebe und sich das erhebt, das hebt sich ja noch gar nicht. Oder vielleicht muss ich hier erstmal, warte mal. Das muss ich so machen. Ja, das wird's wohl sein. Ich muss hier erstmal so einen Baum, so Verästelungen bauen, die dann alle nach oben gehen. Und damit kann ich mich dann bewegen. Das sollte... irgendwann die Lösung sein. Ach, das fliegt gar nicht los. Ich glaube, ich muss einfach nur den Weg bis da hinten bauen. Mit den Dingern hier. Und dann mache ich ab und zu hier... Jetzt habe ich was völlig falsch gemacht. Kann ich jetzt mal wieder rückgängig machen? Mache ich an den Windmühlen was kaputt? Kann sein. Also ich muss jetzt hier einfach nicht so hoch gehen. Versteht ihr, was ich meine? Ich baue hier so einen schwebenden Weg. Das ist das, was ich tue. Oder muss ich über die Windmühlen drüber? Ja, geil, ich muss über die Windmühlen drüber. Tatsächlich, dann kann ich alles nochmal rückgängig machen. Zum Glück gibt es diese kleinen, wunderschönen Fliegen. Man muss hier wirklich oben drüber. Über die Windmühle muss drüber gebaut werden. Okay.
Es ist lustig, dass ich am Anfang, also ich habe das Spiel hier ja schon gespielt, das habe ich ja alles erzählt im einleitenden Video mit den einleitenden Worten. Und ich erinnere mich immer an den Anfang der Lore, das könnte hier knapp werden. Ich erinnere mich immer, wenn ich am Anfang die Level spiele, so gar nicht mehr dran. Und dann erst, wenn ich wieder in das Level einsteige und so langsam das Gefühl wieder für die ganze Angelegenheit bekomme, dann kehrt langsam die Erinnerung zurück. Und ich merke, ja, guck mal, die gehen hier wirklich kaputt. Was ist das für eine Assi-Schose? Wir schaffen das, meine kleinen Goose. Ihr seid so tapfer. Ihr besteht nur aus Flüssigkeit, aus Luft und aus schwarzem Schleim. Aber ihr seid so tapfer, verdammt. Ihr seid die tapfersten kleinen Schleimscheißer, die ich jemals erleben durfte. Wenn ich irgendwann in den Krieg ziehen müsste, dann würde ich es mit den Goose tun. Hier sind wir halt sehr, sehr... Oh! Oh! Oh, ist das übel knapp hier. Nein, okay, und alles weg. Bitte schleunigst rückgängig und mach mal gleich doppelt rückgängig. Das kann ich mir so nicht anschauen. Ich brauche hier mehr Ballons. Gerade da an der Stelle. Das muss höher gehoben werden. Da waren sie viel zu nah dran. Ey, wenn das rückgängig machen Feature hier nicht mit dabei wäre, hätte man echt teils richtige Probleme. Wie willst du denn das machen? Wie willst du denn deinen Kindern erklären, dass du so viele unschuldige Gooballs in den sicheren Windmühlen tot geschickt hast? Weil so schnell, wie die Windmühlen sich da drehen, und es sieht ja auch nicht so aus, als hätten die irgendwie... Das tut weh. Ich kann halt auch die Schwarzen nicht benutzen, um mir hier mal irgendwo eine etwas stabilere Plattform nach unten zu bauen, sondern ich bin hier wirklich angewiesen auf die Kleinen. Ich könnte höchstens mal... Ja, das ist eher die Lösung. Ich muss hier mehr nachlassen, damit das tiefer hängt. Die ganze Angelegenheit muss viel tiefer hängen. Ich muss hier viel knapper über die Windmühle drüber gehen. Was für ein Moment. Wetten das. Thomas Gottschalke sitzt gebannt vor diesem Let's Play, weil er gerne genau diese Wette in World of Goo in der Show mit mir durchgezogen hätte. Leider haben wir es nie geschafft, Tommy und ich. Aber was ja nicht ist, das kann ja irgendwann noch werden. Ist es das jetzt? Das ist es. Das ist es. Guck dir diese Maßarbeit an. Wunderschön. Hier ist der Abstand vielleicht wirklich, naja, ziemlich gering. Also ein etwas verschrobenerer Windstoß, der ein wenig auf eigene Tour geht und die ganze Sache hier... Ja, so sieht's auch. Guck mal hier. Guck mal hier, das geht alles noch kaputt bald. Geht's nochmal kaputt oder nicht? Ich habe 15 von 9, aber ich will's mir nicht anschauen, wie es kaputt geht. Nein? Schön. In dem Moment, in dem ich sage, dass ich mir nicht anschauen will, wie es kaputt geht, geht das nochmal kaputt. Liebes Spiel. Ich habe anfangs noch gesagt. Ich habe irgendwann mal erzählt in diesem Video hier, dass ich gut einschlafen kann. Dass ich da, wenn ich hier, oder vielleicht auch, dass ich nicht gut einschlafen kann, wenn ich das mal aufgenommen habe. Aber so kann ich auf alle Fälle nicht mehr gut einschlafen. Diese Dreistigkeit, vor meinen Augen, so runterzufallen. Das vierte Level, das nehmen wir noch mit. Das nennt sich Welcoming Unit. Please wipe your feet. Warum soll ich jetzt meine Füße hier... Ach, weil das alles nass ist, ja? Muss man die Füße danach abwischen. Das sieht auch mal wieder sehr... der Freedom Scraper 3000, ja, den habe ich auch immer in meiner besten Tasche mit dabei. Hier sind wieder Ballons, also die Level werden wirklich deutlich komplexer. Guck dir das mal an. Guck mal an, wie fett das ist. Hier gibt's auch wieder ein Schild. A secret disposal hole down this way. It's good for quietly disposing of unwanted visitors. The visiting sign painter. Freunde, auf was habe ich mich da eingelassen? Das wird ja richtig zum Denksport. It allows only meticulously screened goo balls onto the main island. You can't be too careful these days. Especially since the power source for the entire world is located somewhere on this island. Darum geht es also immer noch, dass diese riesige Energiequelle sich auf dieser Insel befindet für die ganze Welt. But try not to snap the fragile worker cable. It appears to be made from heavily processed goo. The free sign painter. Oh, es ist auch noch frei. Also ich denke mal, ich soll hier einfach erstmal das hier anheben. Das ist ja ganz klar, dass das Sinn macht. Ob ich das hier auch noch anheben muss? Ich denke mal nicht. Ich glaube, das passt jetzt alles erstmal so. Hier unten ist es dann jetzt vielleicht ganz sinnvoll, eine Plattform zu bauen. Ich muss hier immer wieder bauen, dass die immer wieder ran können. Ich baue mir so einen eigenen Weg und dann hoffe ich mal, dass die irgendwie überleben. Und alle hochkommen. Zum Beispiel kann ich jetzt hier so machen. Das war jetzt eigentlich alles nicht so gut. Kommt ihr alle nochmal mit. Weil ich glaube, die Grünen hier, die gehen halt leider so ein bisschen den Poppes runter. Kommen die denn jetzt überhaupt dahin, wo sie hin sollen? Nee, die fallen ja alle hier runter. Nee, guck mal hier! Das funktioniert so ein bisschen.
Hier fallen einige runter. Ich muss insgesamt 36 müssen rüberkriegen. Ist gar nicht so schwer. Erledigt sich alles mal wieder von selbst. Wie so vieles in meinem Leben. Da ist auch nochmal ein kleiner Grüner. Die freuen sich so richtig. Das ist hier diese Goosee. Erinnert so ein bisschen bei Slime Rancher an die Slimes. Darin springen die rum. Da haben die Spaß, da haben die Freude. Das ist das Habitat, in dem sie aufgewachsen sind. Da ist Mama Goo und Papa Goo und Opa Goo und Oma Goo. Sind das schon genügend? Sind das 36? Ich muss ja jetzt auch erstmal hier so das alles rüber navigieren. Das ist natürlich ein bisschen stressig. Ich kann es natürlich einfach mal, ich probiere es einfach mal aus. Ob das genügend sind, werden wir gleich, weil hier kann ich gar keine mehr mitnehmen. Ich habe nämlich keine Grünen mehr. Da müsste ich die Grünen jetzt mir von da drüben wiederholen und das ist ja stressig. Ich probiere es einfach mal, ob es ausreicht, ne? Entweder reicht es aus oder es reicht nicht aus. Es kütt wie es kütt. So ist es ja einfach. Das brauchen wir nicht diskutieren. Schwebt ihr schon mal hoch? Das sieht schon mal ganz gut aus. Ihr habt hier schon mal so eine Fast-Schwebebewegung. Und ihr geht ab nach oben. Wie viele sind's? Es könnte... Nein, es wird nicht knapp. Es wird nicht knapp. Endlich mal wieder ein Level auch ein bisschen schneller erledigt. 49, nein, 50. Mit 49 geben wir uns nicht zufrieden. Es müssen schon 50 sein. Das sage ich auch immer, wenn ich meine Geschäfte, meine Business einfordere, sage ich, nein, ich gebe mich nicht zufrieden mit 49. Ich will 50, aber da rede ich natürlich von Millionen. Ich bedanke mich wiederum bei euch fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch unterhalten. Wenn dem so sein sollte, dann zeigt mir das auf alle Fälle mit einer Bewertung und einem Kommentar. Vor allem auch, wenn ihr eben nach wie vor mehr von World of Goo sehen möchtet. Hier hat es sich jetzt eben einfach super angeboten, weil ich da natürlich am leichtesten reinkomme, wenn ich jetzt, ich hab's ja erzählt, frisch aus dem Zug raus, das Jet Set Live, es lässt mich einfach nicht los. Wem erzähle ich das schon? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüdüdü und reingehauen.